Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video sind wir in dem Bauarbeiterdorf und zwar werden wir uns hochleveln. Da ich gemerkt habe, dass ich ein bisschen zu schwach bin, also in dem Nachtdorf. Und heute werden wir zusammen hochleveln. Und bevor wir jetzt richtig starten, lasst doch jetzt schon mal ein Like und Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und das kostet euch nichts, also macht das auf jeden Fall. So, als erstes benutzen wir den Gratis-Schub, damit wir die ganzen Bäume frei bekommen. So, wir sind auch fertig mit den Bäumen und jetzt gehen wir direkt ein Level höher. Wir haben auch genügend Elixier, Gold und jetzt können wir auch direkt mit dem Buch beenden. Dann sind wir auch ein Level höher. So, jetzt kaufen wir uns die ganzen Gegenstände. Wir kaufen einfach zuerst die Mauer und dann die restlichen Sachen kommen auch dazu. Hier ein Bogenschützenturm. Das müssen wir auf jeden Fall hochleveln. Wir können das jetzt direkt mit dem Juwelen beenden, da es nur drei Juwelen kosten. Bevor wir jetzt den Zerschmetterer und den Brutzler kaufen, holen wir uns direkt die Minen, denn die kosten gar nichts. So. Das ist auch die letzte Falle. Jetzt holen wir uns den Zerschmetterer. Das ist auch das letzte Gebäude. Jetzt können wir den Zerschmetterer einfach mit 70 Juwelen beenden. Sind zwar sehr viele Juwelen, aber wir haben noch 9000, wir haben sehr viel gespart, also das können wir so lassen. Und jetzt werden wir den Sternlabor höher leveln, auch direkt beenden, dann können wir uns die Truppen weiter leveln, damit die stärker werden. Und jetzt werden wir einfach ein bisschen farmen, also Gold-Elixier farmen. So, jetzt sind wir auch fertig mit dem Kampf. Jetzt werden wir zuerst den Bogenschützen ein bisschen hochleveln. Der braucht in dem Fall nur 14 Minuten. Und in der Zwischenzeit können wir farmen. Jetzt gehen wir einfach direkt mit den Riesen rein, da wir uns die ganzen Mauerteile zerstört haben. Und jetzt können wir wie immer ganz normal in die Base reinlaufen.
Diesmal sind es knappe 2 Sterne geworden, aber ist auch egal. Also nicht schlimm. Der Bogenschützenturm ist auch fertig. Jetzt können wir den weiter verbessern. Es dauert 2 Stunden. So, jetzt verbessern wir unser Base, damit die anderen Gebäude, die wir gerade gekauft haben, auch dabei sind. Und ja. Den Zerschmetterer werden wir einfach hier oben setzen. Die weiteren Fallen auch. Den Bogenschützen setzen wir einfach hier. Also das passt ja. Die Mauer werden wir auch gleich alle benutzen. Und die Base können wir dann so weiterhin verwenden. Und jetzt werden wir wie immer weiterkämpfen, damit wir auch die weiteren Sachen verbessern können. Und also wenn euch sowas gefällt, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und es werden wie immer weitere Folgen davon geben, bis wir irgendwann mal Meisterhütte Level 9 sind. Also wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.